um das Nordis Outdoor Test Camp 2021 in Kooperation mit dem Christopher von Flach Communication neigt sich wieder dem Ende zu. Wie versprochen kommen unsere Fazits. Wir haben ja verschiedene Outdoor-Klamotten für euch getestet. Hier mal ausnahmsweise an einem nicht-skandinavischen Hersteller, hatten wir eingangs schon gesagt. Und zwar Outdoor- oder Trekkinghosen der Firma Meyer Sports. Ich hatte diese Hose an, die Norit, ich glaube 2.0. Und Christopher hatte diese Hose an und ich denke mal, er kann euch auch ein bisschen was dazu erzählen, bevor wir beide dann mal sagen, wie wir uns eigentlich darin gefühlt haben. Ja, also das ist wie gesagt die Norit 2.0. Hier haben wir die Carrot. Also Carrot Mix. Mix deswegen, weil wir in zwei verschiedenen Materialien zusammenkommen. Also das Ganze hier ist ein 4-D-iges Batch-Material, wie wir schon gesagt haben. Und es war angenehm auf der Haut zu tragen. Beim Wandern war es enorm leicht auf der Haut. Das heißt, es hat jetzt nicht irgendwie geklebt oder irgendwas, sondern es ist schön mit der anatomischen Bewegung einfach mitgelaufen. Und man hat es eigentlich nicht gemerkt. Ich muss auch sagen, dass dieses Dry Protect, das ist so ein System, was Meyer Sports hier verwendet, was die Feuchtigkeit schnell nach außen abtransportieren soll und auch die Hitze, die entsteht, hat wunderbar funktioniert. Also trotz des sehr warmen Wetters war es mir eigentlich nicht zu heiß. Und klar, man schwitzt, wenn man läuft. Auch das war hier bei der Hose wunderbar gelöst. Also es ist wirklich gut nach außen abtransportiert worden. Ich war nicht irgendwo nass geschwitzt, es hat nichts geklebt und hat sich gut angetragen. Ja. Angefühlt, Entschuldigung. Dann haben wir hier bei dem Modell nochmal ein M-Stretch 4-Tech Light Material mit dabei. Das sind diese Einsätze. Es ist auch ein 4-Wege Stretch Material. Das macht diese Hose nochmal ein bisschen robuster. Also mich hat es nicht hingelassen. Insofern kann ich nicht viel zu der Robustheit sagen. Es macht einen sehr, sehr robusten und festen Eindruck. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es gut funktioniert. Ansonsten bei der Hose sind die Spezifikationen eigentlich identisch, bis auf eben dieses Material, was bei der Carrot Mix noch mit dazu kam. Ja, also ich muss sagen, meine Hose war wunderbar zu tragen, super damit zu wandern. Ich kann mich nur anschließen. Wie gesagt, ich bin normalerweise kein Fan davon, solche Trekkinghosen direkt auf der nackten Haut zu tragen. In diesem Falle war es aber auch trotz der hohen Temperaturen, die wir zwischendurch hatten, echt angenehm. Wie gesagt, so Kleinigkeiten, wie hier oben, dass der Reißverschluss von unten nach oben aufgeht. Wie gesagt, das sind einfach Spielereien, muss man sich dran gewöhnen. Aber ansonsten, wie gesagt, hat die Hose echt einen sehr hohen Tragekomfort und hat nicht geschwitzt. Und die Bewegungsfreiheit war auch optimal. Und auch für einen kleinen Regenschauer zwischendurch, man bleibt trocken, das Wasser perlt ab. Also von uns aus, würde ich sagen, eine klare Empfehlung. Hatten wir eingangs auch schon erwähnt, dass wir auch deswegen überhaupt die Hosen mal mit ins Programm genommen haben, obwohl sie nicht aus Skandinavien kommen. Aber, wie gesagt, mehr Infos dazu und auch zu den anderen Produkten, die wir getestet haben, findet ihr auf www.skandinavien.de. Schaut einfach mal rein. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir versuchen, Rede und Antwort zu stehen. Danke. Macht's gut.